Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Ein neuer Tag jetzt begonnen. Wir gehen aus dem Bettchen heraus. So, und jetzt gucken wir doch mal. Es ist Sonntag, 21. Da im Winter, zweites Jahr. So, wo ist unsere Frau? Keine Ahnung. Aber da kommt unsere Kleine. Ah, wie süß. Sie kommt uns entgegen. Na du, ja, Tapete, genau. Ja, kriegst du Bussi. Jetzt, ja, schon knapp zu weiter. Na du? Ja, guck, die geht mir hinterher. Wie süß ist das denn, hä? Na, meine Kleine, ja, das ist echt süß. So, sagen wir mal, ja. 19 Tage bis zum Kleinkind. Okay. Ja, Geburtstag im Herbst. Okay, 13. Naja. 13er, ja, ich mag die Zahl 13, ja, ich nicht, ne? Ich bin nicht abergläubisch, habe ich schon ein paar Mal gesagt. So, jetzt spielt sie hier. So, wo ist denn aber unser Schatzi? Unser Schatzi ist bestimmt draußen, ne? Ja, ist auf der Veranda. Guten Morgen, mein Schatz. Ich bin heute früh aufgestanden, um Tiere zu füttern. Ich hoffe, das macht dein Job heute ein wenig einfacher. Ja, natürlich. Danke, mein Schatz. Ja, wir haben ja ein automatisches System, aber was wäre jetzt gewesen, wenn wir nichts mehr hätten, ne? Ob das dann auch funktioniert, ne? Ich weiß ja nicht. So. Ich habe auch das Wasser für Minka aufgefüllt. Jawohl, mein Schatz. Sehr schön. Kriegst du Bussi. So. Ach, bei der Katze, da gehen die Würmer rum. So, aber die Katze geknuddelt hat es nicht, ja. So. Ah ja, wieder so eine komische Süßkartoffel hier. Eine winterliche. Wir gehen erstmal gleich hier mal durch den Hasen vorbei. So, schniff, schniff. Meine kleinen Lampen hier. So, ja, der Eierwoll Bugs Bunny hier. So, ja, da haben wir uns ja nochmal ein paar Namen aus den Fingern gesaugt damals, als wir die angeschafft haben. War gar nicht so einfach. So. Jetzt hat le. Der eine Stall ist in Construction wieder. Das ist das Gebäude bleibt gleich, aber es wird dann halt mit automatischen Futterspender hier ausgerüstet. So, aber eigentlich kann man da ja schon quartieren, also Tiere einquartieren, genau. Na, das heißt, na, wir brauchen noch eine Heizung. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil ohne Heizung ist es natürlich ein bisschen blöd. Sonst sind die Viecher ja auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich verschnupft sozusagen. So, ja, Tiere haben es ja meistens einfacher. Die sind ja eigentlich für die Natur ausgelegt. Die haben ja ein Fell oder Federn oder was auch immer. Ja gut, nicht alle Tiere haben so eine Toleranz an Kälte wahrscheinlich wie überhaupt. So, okay. Also Stroh liegt hier schon mal drin, aber es ist noch unter Construction. Aber ich sehe jetzt hier Robin nicht am Arbeiten. Komische Sache. So. Ich habe jetzt gedacht, Robin wäre vielleicht innen drin, aber ist er eben nicht, ne? So. Das war das. Dann haben wir hier Wolle. Wolle für Frau Holle. Große Milch und große Ziegenmilch. Alles im Großformat hier. Aber ihr wisst ja, ich tue ja das alles hier verarbeiten. So, einmal Milch und nochmal Milch. Das wird nämlich hier besser, ja. So, und die Wolle und die eine, die, nee, die nicht. Ja, so, Stoff. Und jetzt hier nochmal eine Milch. Im Prinzip, eigentlich von vornherein, könnte man das einfach mal als Nahrungstruhe deklarieren. So. Das haben wir auch hier so mit dem einen Mod hier mit reingeführt, dass man da bestimmte Truhen als Nahrungstruhe hier praktisch hier deklarieren kann, beziehungsweise Zutatentruhe. So. Sämtliche Mods, die ich hier so drauf habe, die kann man natürlich nochmal in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich alles verlinkt. Man muss natürlich auch ein bisschen selber gucken. Das kann sich jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen geändert haben. Also die Nummern hier, wie sie katalogisiert sind auf nexus.net oder com oder wie es auch immer heißt, die haben sich nicht geändert, aber da werden vielleicht schon wieder ein paar andere Versionen eben sein, ne? So. Ach ja, übrigens, jetzt machen wir mal hier eine Folge ohne Ventilator im Hintergrund an. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Die letzten drei Folgen, da hatte ich einen Ventilator im Hintergrund laufen, auf voller Pulle. Ich hoffe, es hat nicht allzu sehr gestört. Tut mir natürlich leid, ne?
Ja, ich wollte dann ausschalten irgendwie und dann war ich aber schon in der Aufnahme. Das, ja. Es ist halt, wenn man gerade hier 26 Grad im Raum hat und da sich kein Lüftchen bewegt, ne? Da versuchst du eben dann mal mit einem großen Quirl die Luft zu verquirlen und dass da mal ein bisschen kühler wird, ne? So, das waren die Eier. Die können wir nochmal sortieren. Mayo, Mayo, Mayo. Hier einmal Enten Mayo. Jawohl. Ketchup und Mayo. So. Ja, also mein Tisch gefällt mir wirklich hier mit dieser ritterlichen Tafel, würde ich schon fast sagen. So, ich habe doch da was für den Kühlschrank hier. So. Essen haben wir genug, also vom Kochen her. Also, da war doch mal irgendwas. Ich habe am Anfang gedacht, naja, kochen, ne, das wird man wahrscheinlich nie machen. Jetzt erzählen wir mal eine Kontrolle nochmal hier. Und da müssen wir unbedingt einmal umbauen noch vielleicht. Jetzt hier. Ach, ich mag sie einfach. Auch wenn sie ja wirklich nur in der Pixel-Grafik, aber sie sind so geil, ja. Ihr wisst schon, meine, die Ritterrüstung. Ich mag die echt, ey. So. So, einmal das hier. Und das restliche. Also das Ei kann ich sowieso hier verkaufen. So, und da und das. Da brauche ich nicht in die Stadt jetzt unbedingt rein. Ja, im Gewächshaus waren wir jetzt schon lange immer. Es hat aber auch so ein bisschen seinen Grund. Also, das Gewächshaus ist einfach ein bisschen overpowered. Also, man kann ja zu jeder Jahreszeit alles anbauen. Und ich finde das einfach ein bisschen, ja. Das finde ich einfach. Das Ganze macht das Spiel einfach dann zu einfach, sage ich mal so, ne? Wenn man jetzt natürlich noch mehrere Gewächshäuser bauen könnte, dann hätte man es natürlich noch einfacher. So, ich tue jetzt mal hier die ganzen Harzdinger hier wieder einsammeln. Ja, und im Winter ist, glaube ich, das Baumwachstum hier selber hier auch eingestellt. Also das, was man hier selber anbaut. Die Bäume hier, die, wo jetzt gefällt werden zum Beispiel, da kommen auf jeden Fall wieder nach. Das wissen wir, aber das hat jetzt damit nichts zu tun mit den hier, ja, wo hier wachsen sollen eigentlich. Die tun es leider nicht. So, jetzt tun wir mal die ganze Sirupe. Ah, das ist ja lustig. 9, 10 und 11. Das ist eine Reihenfolge, ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, da rein mit. Und das sieht aber aus wie so ein Arzneifläschchen hier, das Kiefernteer. Da haben wir auch schon jede Menge. Also, Geld haben wir in Waren auf jeden Fall ganz viel. Und das nennt man ja auch Todeskapital eigentlich. So. Was steht heute auf der Agenda? Das Hofbuch ist leer. Ich hatte gedacht, wir hätten noch den Minen, aber den Minenjob haben wir schon erledigt, ja. Gut, ne, Quatsch, V wollte ich kriegen, nicht F. So, es ist Sonntag, da ist der Händler wieder da, genau. Da versuche ich ab und zu mal noch, ob ich irgendwas finde, wo vielleicht noch brauchbar ist für mich. Jetzt habe ich gar nicht in die Silos reingeguckt, wie viel noch drin ist. So, was hat er denn? Hopfen, ja, ganz klar. Radieschensaft, Pastinakensaft, Schattenessenz, Kartoffeln. Wildhonig, ja, und alles Mögliche, ein Kaffeetisch. Also die kriege ich jetzt umsonst hier, die Sammlervogelscheuche, die habe ich schon. Ja, es bringt aber eigentlich, glaube ich, gar nichts, wenn man die ganzen Vogelscheuchen hat, die 8 Stück, wo es gibt, die verschiedenen. Von daher, wen interessiert's? So. Gut, ich gucke aber jetzt gerade nochmal, wie das aussieht mit dem Heu. Wie viel denn jetzt noch drin ist im Silo? Es war jetzt noch 200, war noch übrig, irgendwas mit 200. Ich habe mir das ja mal so versucht, ein bisschen auszurechnen, aber die Rechnung, die hat hinten und vorne nicht gereicht, weil man weiß auch nicht, wann mal was verbraucht wird, wann nicht. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel noch 178 und wir haben noch 7 Tage eigentlich. Ja, Minga ist ja schon gut. So. Weiter geht's. Ah ja, da hängt wieder ein Aufdruck. Ein Aufdruck, genau, ein Auftrag. George ist gerade hier rein. Was willst du denn? 5 Sardinen möchte er haben. Viel Glück. Für 200. Na, Sardinen sind ja nichts wert. Da müssen wir mal gucken. Wir kommen, ja. Wir haben ja nichts zu verkaufen. Da müssen wir mal im Hof gucken, ob wir da noch was da haben, ne? Warte mal, ah ja, wir haben ja noch Gioden. Erstmal machen wir das. Sonst haben wir ja heute nur hin und her geritten oder so. So.
Ja, so ist es natürlich auch cool, wenn man reiten kann, also wenn man hier auf Pferden mit denen umgehen kann. Ja, ich tue ja auf meinem Hobby ja auch immer ja Pferden begegnen, bin auch in der unmittelbaren Nähe von Pferden oft hier, wenn man Turnier oder sonst was machen, ja, wo man dann ja auch mal als Fußgruppe hier ein bisschen hier was macht. So, aber selber reiten kann ich halt jetzt hier nicht unbedingt, also was heißt nicht können, aber jetzt halt so wie es gefordert wird, wahrscheinlich kann ich es nicht. Ich sag halt immer, sagt mir mal einer, wo ist hier Gas und Bremse? Rechts und links kriege ich noch hin. Warte mal, das eine, das können wir verkaufen. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Laden. Bin schon ganz durcheinander hier, so. Vor lauter Pferd und so. Ja, weil rechts und links. Das ist eigentlich sehr einfach. Das kannst du meistens durch leichten Druck mit den Füßen bewirken, dass das Pferd in eine Richtung steuert. Oder durch Gewichtsverlagerung geht auch. Das, ja, es kommt darauf an, wie das Pferd trainiert worden ist, was das so weiß oder kann. Je nachdem. Aber oft, ja, weil, wenn man sich fragt, für was sind die Sporen, ne? Das sind tatsächlich dazu da, um dem Pferd da so eine kleine Richtung zu geben. Allerdings gibt es auch ganz fiese Werkzeuge, dass die Sporen sehr spitz sind und so weiter. Und das ist dann wieder nicht tierfreundlich. Also, wenn, dann sollten sie halt, wenn nur so abgerundet, abgestumpft sein. Und nach Möglichkeit eigentlich sollte man ohne auskommen. Aber ja, so ein Reiter gibt halt wirklich da, sagt hier, ja, das Sporen, die brauche ich und fertig aus. Sonst bin ich kein Ritter, sozusagen. Ne? Ja, gut. Das ist. Ich bin ja selber einer. Ich wurde vor. Ja. Ich bin selber schon ein Ritter, ja. Ich wurde da auch geschlagen, wirklich. Und ich kann mich wirklich als solcher bezeichnen. Aber allerdings. Ja, wie gesagt, ohne Pferd eben. Es muss ja auch Ritter gegeben haben ohne Pferd, ne? Wobei hier damals, zu damaliger Zeit, ein Pferd ja das, sag ich mal, einzige Fortbewegungsmittel war, wenn es schnell gehen musste. Ansonsten war zu Fuß, ne? Aber jeder, der so irgendwie einen Hof oder sonst was hat, da hat irgendwie einen Esel oder was gehabt oder einen uralten Klepper da sozusagen. Also abwertend halt auch ein Pferd, aber da hat man einfach, da ist man einfach drauf gehockt und fertig, hat sich das so ein bisschen hier angeeignet, wie es geht. Heutzutage, da ist es so wie in der Fahrschule sozusagen. Da kriegt man dann Unterricht. Wobei ja jetzt, der Lehrer kann ja nicht mit auf dem Pferd sitzen, das reicht ja nicht. Also so viel Platz ist da nicht. Also wobei man ja oft in Filmen immer sieht, dass sie manchmal zu zweit auf dem Pferd sitzen. Ja, aber das ist schon, also allein, wenn das schon auf einem sitzt, das ist schon dem Pferd eigentlich genug, ja. So. Und die Pferde heutzutage sind auch nicht mehr so die, wie sie eigentlich von der damaligen Zeit waren, von der Rasse her. Es gibt wirklich noch von der alten, es gibt noch Pferde, die von der alten Rasse sind, wo das, die noch drin steckt, aber die Reinform ist wirklich schwer zu finden noch. Oder sehr teuer halt, sich anzuschaffen. Und es gibt natürlich auch diese. Also es gibt wirklich große Pferde, die, das sieht man schon, da Hufe da, ja. Das sind dann so richtig die Arbeitstiere. Und die Schlachtrosser von früher, die waren ja auch wirklich riesig. Und was man heute den Pferden ja beibringt, dass sie eigentlich nichts machen, nicht schnappen oder sonst was hier. Dass sie eigentlich ein Fluchttier sind, das ist ja nicht mehr so. Also das war früher. Das war früher so, dass denen eigentlich regelrecht beigebracht worden ist, auch um Menschen über den Haufen zu rennen. Und das sollten die ja heutzutage nicht tun. Das wurde denen ja dann abtrainiert hier, dass die es eben nicht tun. Von vornherein ist halt das Pferd einfach ein Fluchttier. Also, es ist auch. Leute, die es ja wissen, denen brauche ich das ja nicht erzählen. Also, ich würde mal sagen. Vor allem, wenn er auf ein Pferd zugeht, macht es nie von hinten. Es könnte sich erschrecken und ja, es könnte dann ausdrehen oder sonstiges. Also eigentlich immer von vorne einem Pferd begegnen. Von vorne beziehungsweise etwas seitlich. Dann kann eigentlich
im Regelfall wenig passieren. Es kann zwar immer noch Angst haben, aber ja, danach sieht man es ja, wenn man dann näher geht. Und dann ist eigentlich so wie bei Hund und Katze, bevor man das Tier anlangt, lässt man sich erstmal beschnuppern. Dann hebt man erstmal die Hand an die Nase und dann lässt man erstmal hier sich beschnuppern. Und wenn dann sieht man schon vom Verhalten her, ja, darf man oder darf man nicht, ne? Ja, es ist einfach so. Ja, aber da erzähle ich einfach viel zu viel. Wahrscheinlich auch ein bisschen was nicht stimmt. Und ja, deswegen halte ich jetzt einfach mal den Rand, ne? So, also was machen wir heute? Heute ist nichts los hier eigentlich im ganzen Dorf, ne? Hä, sie spricht nochmal? Echt, es ist 12 Uhr und danach spricht sie nochmal? Ich bearbeite nicht die Lieblingen, okay? Ja, mache ich nicht. Denk daran, dass du hin wieder eine Pause machst. Oder hol dir was zu essen, ja? Jawohl, also wenn ihr abgeschafft sind, dann esst was, heißt das jetzt hier auf gut Deutsch. So, das können wir noch das Erz hier reinschmeißen. So. Was ich mir jetzt eigentlich gedacht habe, ja gut, es liegt nichts an. Nichts Großartiges, beziehungsweise wir können da wieder fischen. Beziehungsweise vielleicht habe ich auch Sardinen da. Nur beim Fisch klappt es, glaube ich, dass man den dann nochmal die Sardinen unter die Nase halten kann. Sardellen. Jetzt habe ich keine Sardinen. Doch. Warte mal. Wir nehmen aber die billigsten vom billigsten. Damit dürfen wir ja behalten. Zählt das? Das weiß ich gerade gar nicht. Null. Nee. Ah, Mist. Jetzt habe ich wieder einen Scheiß erzählt. Das zählt auch nicht. Man muss tatsächlich die fangen. Also, fang frische Fische. Sonst zählt das nicht. Alles klar. Ja gut, dann hätte ich sonst die Folge jetzt gerade beendet, beziehungsweise nee, nicht die Folge, den Tag hätte ich beendet, damit wir hier tatsächlich mal endlich weiterkommen, dass wir ins nächste Jahr starten können. Gut, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Ich habe ja schon oft genug gesagt, dieses Let's Play wird nicht endlos so weitergehen. Das kann ich keinem antun. Also ich kann da keine 1000 Folgen machen hier. So wie damals hier unser großer Let's Play-Vater Gronkh hier, der hier Minecraft bis zum Erbrechen gespielt hat und immer wieder mal gespielt hat, dann doch tatsächlich danach. Und naja, er kann's. Er kann's halt einfach, weißt. Wenn da so ein Gronkh kommt und halt was macht, dann ist es egal, was er spielt. Er alles, was er in die Hand nimmt, sozusagen vergoldet er sich sozusagen. Sag ich jetzt mal so, bös gesagt vielleicht sogar ein bisschen, aber es ist einfach so. Der kann irgendwas in die Hand nehmen an Spielen und irgendwer findet es dann geil. Ja, ist so. Wenn ich irgend so ein Spiel da nehme, dann sagt einer, ach ja, ich kenne das vielleicht, aber das Prickelste ist es jetzt nicht und ja, bla bla. So, da hätten wir aber schon einen Standort, wo wir angeln könnten. Ja, jedenfalls, ich kann so manche Sachen nicht einfach hier machen. Da interessiert es keine Sau. Entweder habe ich dann das Glück, Moment, ich möchte erst die Kiste. Oder ja, es guckt halt keiner an. Oder eben doch. Ja, da haben wir die erste Sardine. Ein bisschen Gold, perfekte Meter. Ja, an das Vorkommen komme ich leider nicht ran. Davon kann ich nicht profitieren. Sonst hätten wir das ein bisschen beschleunigen können. So. Na, ich habe glaube schon einen guten Namen für die Folge. Ja, weil wir doch die ganze Zeit vom Pferd geredet haben, ne? Ja, die Story vom Pferd, könnte ich jetzt sagen. Ja, man muss sich immer wieder mal abstrakte Namen einfallen lassen, so weil das immer schwieriger wird, hier irgendwas geistreich einzufallen zu lassen. Wenn man wirklich ein Spiel schon über 300 Folgen gespielt hat hier. Dann kannst du nicht immer ständig sagen, ja, heute mal wieder fischen und so weiter und so fort, ja. Da müsst ihr ja immer wieder irgendwie einen Aufhänger einfallen lassen, ne? Manchmal haben die Titel auch wirklich gar nichts im Spielgeschehen zu tun. Dann ja, ja, wie komme ich nur auf den Titel, ne? Ja, das glänzt dann einfach nur an Genialität. So, ein Thunfisch. Ja, den haben wir letztes Mal so dringend gebraucht und haben dann doch irgendwie wieder zum Schluss gekriegt, wie ich eigentlich schon wieder aufgeben wollte. Aber so ist es ja immer. Es ist typisch so. Sag mal, irgendwie ist da immer das gleiche drin hier in den Reusen. So kommen wir es jetzt gerade jedenfalls vor. Also da ist wieder so eine Garnele drin. Und zwei Krabben. Das war damals auch ein Hummer. Also das ist gleich identische wie das letzte Mal auch. Als wir sie leer gemacht haben.
Nur mal so am Rande festgestellt. So. Man kann ja hier das Spiel auch noch ranzoomen, aber das bringt ja eigentlich gar nichts. Warte, da unter den... unterm Geld hier ist eine Plus- und Minus-Knöpfchen. Wozu soll ich in dem Spiel noch näher ranzoomen? Also, ich weiß, wie das früher war mit so einer Auflösung von 640. Was war in der Gegenpart? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mit 320, 640 oder so irgendwas. Kann es sein? Also ist schon so lang her, deswegen kann ich mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich meine, ich habe ja wirklich das mitgemacht von einem 286er PC. Die Entwicklung. Amiga oder Commodore oder sowas hatte ich früher gar nicht. Das ist so. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal irgendwann irgendwo erzählt. Das Einzige, was ich als erste Spielkonsole sozusagen war, es war eine Spielkonsole. Das war ein Atari, also so ein Kasten, wo man einen Fernseher anschließt mit solchen Steckkassetten hier. Ja, das war die erste Spielkonsole und es war kein Computer. Es gibt ja auch ein Atari, das eigentlich ein Computer dann da damaliger Zeit war. Aber das wirklich so weit hatte ich damit nie Berührung. Das heißt doch, ich glaube, das eine war ein Commodore. Habe ich bei einem Kumpel da, der hatte das. Und da hatte ich mal Berührung mit so einem Commodore, aber ja, mehr auch nicht. Ja, und was haben wir da großartig spielen können? Da war so ein Spiel drauf wie Schlangen, so ein Schlangenspiel hier, das früher noch zu DOS-Zeiten hat es Nipples geheißen. Oder Nipples.bass war die Datei zum Ausführen. Das war echt noch, da hast du noch Handarbeit gebraucht hier. Da hast du als Benutzeroberfläche einen schwarzen Schirm gehabt mit einem blinkenden C. Ne? Und das war deine Oberfläche und da hast du dann Befehle eingeben müssen. Da hast du dem Computer noch alles gesagt, was du so haben willst. Heutzutage alles schön bunt und Bilder und man hat eine Maus, wo man halt mit draufklicken kann. Ich meine, die Befehle, die werden immer noch gegeben, aber halt verpackt in visuellen Sachen. Ne? Man kommt gar nicht mal so in Berührung mit dieser früheren Benutzerebene hier mit DOS. So, habe ich jetzt die Quest schon erfüllt? Ah, tatsächlich. Ich habe gar nicht aufgepasst. Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich da gar nicht... So, Servus. Wie war das? Willi war es, glaube ich, der das wollte, ne? Hey, du hast es geschafft, Legolas. Ja, natürlich. Sardine ist ein Aufregender Fang. Ah, das sagt er immer. Manchmal scheinen sie so intelligent, dass es fast schon unheimlich ist. Echt jetzt? Also, hier ist deine Belohnung. Glückwunsch. So, danke. Die muss ich hier noch rausglauben. So. 200, das war ja gar nichts, aber... Ja, so gesehen, wie viel wollt ihr? 5, ne? So gesehen haben wir noch ein kleines Zubrot verdient damit und ja, sonst sind die Fische ja nichts wert. So. Zurück zum Höfchen, würde ich sagen. Zum Stöfchen, denn es ist kalt hier. Hier draußen ist es kalt. Galoppel, galoppel, galoppel. So, und dann ist ja die Zeit schon wieder so reif, dass wir so langsam wieder sagen könnten, so, die neue Folge kommt. Ah, jetzt fällt mir noch was ein. Genau, wir wollten ja einen Ofen kaufen für den neuen Stall. Bock, 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 bock. So, ein Heizgerät, dass ich ordentlich heizen kann hier über die Straßen. Haha. So, automatischer Greifer, den kaufen wir uns gleich mit. Eine Bit, gebt mir bitte das mit. So. Ja, jetzt könnte ich mal hergehen, solange der Stall jetzt hier noch nicht fertig ist, richtig. Ich glaube, das Heizgerät kann ich eh schon reinstellen. Wir könnten mal was ausprobieren, ob uns dieser Greifer auch Eier einsammelt. Das wäre eigentlich sehr nett, ne? So, warte mal. Warte mal und rate mal. Das ist die ganz neue Show mit was weiß ich hier. So. Rate mal mit Rosenthal. Blub. So, ich stelle das jetzt einfach mal hier ins Zimmer rein und wir gucken, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, dann leisten wir uns das für alle Ställe und dann brauchen wir nicht mehr von Hand, dann brauchen wir nur die Tiere anlangen. Und gut ist. So, ich frage mich jetzt tatsächlich wirklich, wo Robin steckt oder ob die heute nicht arbeitet. Das kann natürlich auch sein. So, wir platzieren hier den Ofen neben dem Heuspender ja, ist nicht so eine gute Position, würde ich sagen. Ne? Naja. Ja. Aber hier kann ja nichts brennen. So.
Lalala, ich hatte einen Smaragd hier oder zwei. Dann hätte ich. Habe ich da eine goldene Gurke? Okay. Dann hätte ich da ein bisschen Köder, die gebe ich hier noch rein. Wir haben hier noch. Ja, 99 gerade. Und dann hätte ich ein bisschen Fisch zum Abgeben. Ach ja, Moment, Fisch, das war bloß, wenn es nicht eine Angelquest ist. Wenn irgendwer nur sagt, ja, braucht Fisch oder sonst zu mir, dann zählt es. Dann kann man zum Beispiel jetzt sowas aus dem Schrank ziehen. So, aber in dem Fall bekommen die Leute bei mir meistens Fang, frischen Fisch, ja. So, Hering und Sardine, die sind nicht unbedingt was wert. So. Okay, manchmal habe ich die 90 ja noch verkauft hier, aber ja. So, ein bisschen Gold. Da tut gerade ein bisschen Iridium, glaube ich, köcheln im Ofen. Jetzt wieder ein bisschen Gold noch dazu. Ich weiß nicht, ob wir so viel Erze haben, da haben wir die ganzen Öfen angeschafft hier. So. Zack. Und hier. Zack und zack. So, jetzt kann ich mal was probieren. Ja, wie gesagt, man kann hier ranzoomen. So, wie lang geht denn das? Ja, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich von den alten Spielen, also wo man gar nichts sieht eigentlich. So, jetzt sind wir am nächsten. So, jetzt können wir uns nämlich die Rüstung gescheit angucken. Wird das echt genial. Also manche Rüstung, die können ja wirklich so stehen bleiben, ohne dass dann Ständer dran ist. Aber bei anderen, die muss da auf den Ständer draufhängen, damit die stehen bleiben. Oder irgendwas ranlehnen. So, ich höre gerade schon wieder so ein leichtes Brummen an den Ohren, aber das kommt nicht von irgendwo vom Spieler oder von sonst was. Es kommt mal wieder vom Rechner, weil ich da eine Festplatte habe, die aber noch ziemlich neu ist. Die schwingt. Die habe ich schon extra in so einen Käfig rein mit solchen Gummiseilen, dass das die Vibration der Festplatte ein bisschen gedämpft werden. Aber mal, ich höre es halt. Ich hoffe, das kommt nicht in der Aufnahme rüber. Gut, ich verwende ja meistens mit die Folgenränder noch so einen Anti-Brummfilter und sowas, ja. Vielleicht fällt es auch gar nicht auf. So. Ich wollte das nochmal gesagt haben. Weil mich macht das manchmal so ein bisschen kirre. Also, wenn du mal aber damit angefangen hast, den Computer leise zu machen, dann, ja. Dann brummt irgendwas anders als irgendwas anders laut und ja, normalerweise sollte man hergehen, dass es einem das gar nicht stört, so. Weil die Festplatten sind eigentlich immer das, was schon laut war, schon immer irgendwie. Also früher kenne ich es halt wirklich noch von daher, da war es die Floppy-Laufwerke hier, die Disketten und so. Da hast du immer dieses Schnattern gehört von den Diskettenlaufwerken und teilweise auch die Schreibzugriffe von Festplatten. Heutzutage ist es immer noch so, wenn du was hörst von Festplatten, dann musst du aufpassen, dass die Festplatte nicht bald einen Geist aufgibt, wenn es dann mal komisch klackert und rattert. Ne? Ja, die sind eigentlich alle ziemlich still geworden mit der Zeit. So, wir sind eigentlich fertig für heute. Ich werde mich ins Bett reinlegen. So, ja. Kurz Nächtle. Machen wir die Abrechnung. Habe wieder 4500. Jawohl. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich beim nächsten Mal wieder. Müsst ihr unbedingt wieder einschalten, wenn es wieder heißt hier Stardew Valley. Tschüss.